Einen schönen guten Abend. E-Call-Verordneter, Schritt zum gläsernen Auto. Das Verordnet habe ich bewusst da hineingesetzt. Auf das wird uns dann, glaube ich, auch dann durch den Abend und spätestens in der Diskussion noch heftig bewegen, wer denn da alle dahinter waren, welche Interessen und warum es passiert und warum es so lange gedauert hat, was passiert und so weiter. Gut, mein Name ist Gerhard Fischer. Einen wesentlichen Teil oder den wesentlichen Teil zum Vortrag liefert dann der Herr Martin Hofer vom ÖAMTC, der dort auch seit einiger Zeit mit diesem Thema beschäftigt ist, auf nationaler, internationaler Ebene und kennt es in alle Facetten in- und auswendig und so weiter. Vorneweg ein paar Worte zu, wer ist denn die Digital Society und was machen denn die? Gemeinnütziger Verein, Präsident ist da hinten, ein paar Vorstände sitzen auch da. Ich bin nur ein gemeines Mitglied, kümmere mich um die Digitalks. 2015 gegründet und uns geht es eigentlich darum, möglichst vielen Menschen oder für möglichst viele Menschen der Gesellschaft, Mitglieder der Gesellschaft sicherzustellen, dass die digitale Transformation nicht über sie drüber fährt, sondern dass sie auch davon partizipieren und nicht übrig bleiben. So ganz global gesprochen. Ich weiß, wir sind auch schon als Weltverbesserer, Enthusiasten und sonstiges apostrophiert worden, trifft sicherlich alles in Maßen zu. Was machen wir? Wir machen unter anderem 10 Digitalks pro Jahr. Es kommen noch 3 in diesem ersten Halbjahr, komme ich dann später noch darauf zurück. Es geht um die Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen Auswirkungen, die jetzt teilweise von der Technik kommen, teilweise von der Politik, teilweise aus der Mischung dieser beiden Bereiche. Es geht um die Vernetzung der Mitglieder. Wir arbeiten sehr intensiv mit verschiedensten anderen Organisationen zusammen und wir schicken auch unsere Leute in verschiedene Gremien, Austrian Standards und andere Gremien, auch Stellungnahmen zu Gesetzesvorlagen, da ist speziell der Roland engagiert und auch andere Personen, die heute nicht da sind. Das sind so das Aufgabenspektrum, das wir abdecken. Können Sie uns unterstützen? Ja, Sie können. Wir suchen immer Leute für die aktive Mitarbeit. Geld bewegt auch uns, entweder durch Spenden oder durch Mitgliedschaft. Oder, das ist dann eine Win-Win-Situation, die Räumlichkeiten stehen auch zur Nutzung für andere Personen, Vereine und so weiter zur Verfügung. Norbert Balicek, da hinten an der Ecke, ist auch ein Zuständiger. Ansonsten unsere Brigitte Pawrowski. Kontaktieren, bitteschön. Nächste Veranstaltungen. In einem Monat geht es um Facebook und wir haben diesen Termin gewählt, bevor diese ganze Welle da hochgeschwappt ist. Im Juni dann schubsen, ja oder nein? Das ist hier die Frage, habe ich mir erlaubt, das Ganze zu titulieren. Es geht ums Nudging. Jeder kennt die große Elefantenmama und den kleinen Bimbo, wie sie versucht, das ist so das Titelbild von dem Buch von Herrn Thaler, wo es immer über das Schubsen, Nudging geht. Einen außerordentlichen Termin gibt es auch. Normalerweise sind wir im Monatszyklus unterwegs, am 13.06. Da kommt die Anita Posch, da geht es um Bitcoin und Blockchain. Blase oder digitale Revolution. Und unser Schwesterverein, Präsident sitzt auf der rechten Ecke, der Franz Vierler. Morgen gibt es eine Veranstaltung zum Thema OneNote. Und am Beginn Mai geht es dann um Virtualisierung. Sonstige Informationen natürlich immer auf unserer Webseite. Zum heutigen Thema. E-Call. Eine lange Geschichte, hätte man sagen. 1982 gab es die ersten, sage ich mal, Vorläufer in deutschen Landen, wo man über die Autobahn-Notrufsäulen hinaus meinte, etwas tun zu wollen. Das hat sich im Autonotrufsystem genannt. Nicht besonders weit gekommen, eine AEG und andere Firmen, die es heute gar nicht mehr gibt, waren damals engagiert, ist aber nie flächendeckend oder auch nur annähernd installiert worden. 2001 gab es dann die ersten Ansätze zu einem europaweiten Notruf oder EU-weiten Notruf, der damals angedacht war, 2009 in Betrieb zu gehen. 2006 gab es Pilotversuche in Österreich, die auch irgendwo im Sande verlaufen sind. 2011 wurde dann das Projekt HERO gestartet, der harmonisierte E-Call, das Pilotprogramm, das war die Phase 1. 2012 hat sich dann das EU-Parlament
der Sache angenommen. Da ist dann also erstmalig die Politik wirklich wach geworden. Und eine Auswirkung davon war auch, dass dann 2017 das Infrastructure Harmonized Hero, also da war es schon zu Ende, gestartet wurde es 2014, Entschuldigung, wo es darum ging, die Infrastrukturen, der Notruf soll ja europaweit funktionieren, auch die darunterliegende Infrastruktur zu harmonisieren, dass die ja wirklich miteinander können. Und wenn ich mit meinem Auto anderswo unterwegs bin, dort mein E-Call in dem dortigen Notrufcenter landet und nicht irgendwo in Österreich und so weiter und so fort. Das Ganze noch in einer Zeittafel, vielleicht ganz kurz ein kurzer Abriss noch. Es gab also dann 2012 die erste Regulation, die erste Regulation. Sie haben auch die, wo gesagt wurde, wir wollen mit E-Call 2015 beginnen. Der erste Ansatz war 2009, dann war es 2015. Da gab es verschiedene Weiterentwicklungen, Iterationen, wenn Sie so wollen, zu dem ganzen Thema. Und am 28. April 2015 wurde dann die Regulation, die Verordnung verabschiedet, auf der die heutige E-Call-Implementierung basiert. 2015, 758. Dann gab es die Direktiven für die Implementierung in den einzelnen Mitgliedstaaten und so weiter, die dann bis, sagen wir mal, Oktober letzten Jahres mehr oder minder abgeschlossen war. In unterschiedlicher Geschwindigkeit. Luxemburg war ganz vorne, andere sind später gekommen. Und seit 31. März ist es für jedes neue Fahrzeug vorgeschrieben. Was war die Motivation? Das war mal die politische Motivation. Über andere Motivationen kommen wir sicher in der Diskussion noch zu sprechen. 1,15 Millionen Verkehrsunfälle in 2009, ca. 35.000 Personen getötet, 1,5 Millionen Verletzte, 160 Milliarden wirtschaftlicher Verlust. Man meint, dass man davon bis zu 20 Milliarden einsparen kann. Es geht ja nicht nur um den Unfall selbst, sondern auch die ganzen Nebenkosten und nachlaufenden Kosten, dass die Leute wieder gesunden und. Der Wunsch ist, das Ziel ist, die Halbierung der Verkehrstoten zwischen 2010 und 2020. Sehr ambitioniert, Sie sehen es dann nachher noch in einer Grafik, die Ausgangszahl war 31.500 in 2010. Vor kurzem wurde die Zahl für 2017 veröffentlicht, da sind wir bei 23.500. Ist noch nicht ganz die Hälfte von 31.5 und bis 2020 haben wir auch nicht mehr so viel Zeit. Ein standardisiertes System, das habe ich schon herausgestrichen. Und ein ganz wesentliches Thema war auch der Informationsgehalt und die Genauigkeit und dass es sofort einen Alarm gibt und nicht zuerst einmal Kolonnen von Autos vorbeifahren, Büdel machen und sonstiges, sowas. Jeder vergisst drauf, 911 oder 122 oder was auch immer zu wählen. Man erwartet sich also eine Reduktion von 40-50% von der Reaktionszeit bis die First Responder, bis Feuerwehr, Polizei, Rettung, wenn man benötigt wird, vor Ort ist. Und es gibt die sogenannte goldene Stunde. Alles, was in dieser ersten Stunde nach einem Unfall nicht passiert, hinterher geht die Kurve ganz massiv hinunter, was jetzt Überlebensmöglichkeiten und solcherlei Dinge betrifft. Ein bisschen grafisch hinterlegt, ich will da jetzt nicht auf jedes einzelne durchgehen, das ist nur die Verteilung, zum Beispiel 8% der Unfälle auf der Autobahn, 37% in der Stadt, 55% am Land, rechts oben die Kurve, wo eben die jährliche Zahl der Verkehrstoten eingetragen ist, die 23.500 habe ich noch ergänzt, können Sie dann in Ruhe im PDF dann nachlesen. Da in der Kreisgrafik ist drinnen Fahrrad, Motorrad, Auto, Fußgänger und so weiter, wie die Verteilung da ist. Fast 50%, also gut 46% ist das Auto an dem Thema beteiligt. Da müsste ich jetzt ehrlich gesagt nachschauen, ob das, auf welches Jahr sich das bezieht, weil das wird ja auch pro Jahr, das habe ich jetzt nicht parat, gebe ich zu, dass ich jetzt nicht sagen kann, das ist für das Jahr 2010 oder 2015 oder was immer. Aber dann müsste es natürlich absolut sein, Zahl der Unfälle und wie heute die Beteiligung ist. Wie funktioniert E-Call? Da gibt's, zu Beginn gab es ganz einfache Bilder, die sind dann ein bisschen komplexer geworden. Die Standarddarstellung für E-Call heute sieht in etwa so aus. Da werde ich jetzt nicht im Detail hineingehen. Das Allerwichtigste ist, wir sprechen heute von 1 und 3. Leichte LKWs bis 3,5 Tonnen und PKW.
für Motorräder und für Autobusse und schwere LKWs gibt es natürlich auch schon die Idee, ein entsprechendes Notrufsystem einzuführen. Und die zwei wichtigsten Elemente sind im Prinzip der gelbe Pfeil, das Minimum Set of Data, also die Daten, die es den Einsatzorganisationen erlauben zu reagieren. Was das im Detail ist und so weiter, kommen wir sicherlich noch darauf zurück. Und das zweite Thema, das rot-blau gestrichelt ist, die Sprachkommunikation. Wenn also der Notruf vom verunfallten Fahrzeug in den Public Safety Answering Point in der Einsatzzentrale ankommt, dass dann eben auch eine Sprachkommunikation aufgebaut wird, von der Einsatzleitzentrale nachgefragt werden kann, soweit die im Auto befindlichen ansprechbar sind und so weiter und so fort. Und dann eben die Alarmierung erfolgt, Feuerwehr, Polizei, Rettung, je nachdem was benötigt wird, die dann so rasch wie möglich natürlich vor Ort sein wollen, müssen und können. Das ist also ganz grob der Ablauf. Ein wesentliches Thema dabei ist GSM, globales Satellitensystem, um zu wissen, wer ist wo und so weiter. Und dort beginnen dann auch schon die Diskussionen zum Thema, so ganz grob gesprochen, Überwachung. Es gibt tonnenweise Reaktionen zu eCall. Auch auf die Facebook-Announcements, die wir gemacht haben, gibt es von Scheißüberwachung bis alles querbeet. Es gibt auch einzelne Rufer in der Wüste, die zum Beispiel darauf hinweisen, dass das ja keine kontinuierliche Überwachung ist, sondern dass das System nur die letzten drei Positionen im Auto vorhält. Und nicht jetzt da über 24 Stunden, 7 Tage die Woche und so weiter alles mitschreibt und irgendjemand kann das dann absaugen. Das ist das, was in der Regulation drinnen steht. Und dann eben auf der anderen Seite Argumentation in der Richtung, ja, wenn das so weitergeht, dann sagt das Auto selbst, ich bin so schnell gefahren und so weiter und so fort und es wird alles automatisiert. Und Datensammlung und 1984, George Orwell, schau runter und ähnliche Aspekte mehr. Und da kann uns der Herr Hofer sicher Tonnen von Episoden, Aussagen und so weiter liefern, was da sonst so alles die Gemüter bewegt. Und ja, kann man dann selbst gerne noch nachlesen. Das war mein kleiner Beitrag.